Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich mir die Glossy Box Young bestellt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Young kann man auf der Glossy Box Homepage holen, kaufen, setze ich dir alles mal unten in die Infobox. Genau, ja, kriegst du auch, wenn du kein Abo hast. Also diese Special Boxen, das finde ich auch immer sehr interessant. Kostet 10 Euro, habe ich glaube ich eben schon gesagt, weiß ich nicht. Und man kann sich die zum Beispiel holen, indem man Glossy Points einlöst. Und die sammelt man, wenn man ein Glossy Box Abonnent ist und seinen Code verwendet, weitergibt, wie auch immer, wie ich das immer gerne mache. Also du kannst die Glossy Box gerne über meinen Code hier abonnieren. Da sammle ich dann Glossy Points und kann die einlösen. Und dann kann ich mir zum Beispiel eine zweite Box mitbestellen, die ich in diesem Video verlose. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Ich würde aber sagen, wir gucken jetzt erstmal in die Glossy Box Young rein, die sich hier befindet. Das Design ist schön. Es ist ein Special Design, was ich so auch noch nicht gesehen habe bei der Glossy Box selber. Das heißt, es ist ein neues Design, was nur für die Glossy Box Young gemacht wurde. Wir haben hier ein Liebesbrief, ich weiß es nicht, mit einem Glossy Box Logo, was ich richtig schön finde. Das ist hier alles so eher mailmäßig gestaltet. Sealed with Kiss. Richtig süß. Da steht hier nochmal etwas Vintage-mäßig Glossy Box drauf. Du hast hier so Schriftgedünsen und filled with heart, filled with love. Also es ist schon süß gemacht, ne? Das muss man wirklich sagen. Die Glossy Box Young richtet sich, wie der Name schon sagt, tatsächlich eher an die etwas jüngere Generation. Das heißt, ich vermute hier nicht irgendwelche Anti-Aging-Produkte drin und etwas kitschigere Tools. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hatten wir jedenfalls in den anderen Boxen schon drin. Wertmäßig ist es meistens jetzt nicht irgendwie überragend oder so. Bewegte sich immer so bei, ich sag mal, um die 15 Euro. Ne? Also du hast hier nicht so ein Kaboom-Produkt mit dabei, was enorm viel wert ist, aber es ist halt eine schöne Geschichte zum Beispiel für die Tochter, für die Nichte, für die Schwester, für weiß ich nicht, ne? Dass man einfach so eine kleine Geschichte besorgt. Ja, ich mach die Box auf. Was rede ich denn hier nur? Das ist der Wahnsinn. Okay. Ein relativ frischer Duft kommt hier raus und du hast hier tatsächlich nicht das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern du hast einen Flyer, wo vorne eine Information draufsteht und hinten die einzelnen Produkte und so schaut die Box dann tatsächlich aus. Young Beauty Love Letters Edition. Mach's oldschool und schreib im Liebesmonat Februar ein Love Letter an deinen Lieblingsmenschen. Passend zum Valentinstag schicken wir dir unsere ganz persönliche Liebeserklärung in Form unserer Young Beauty Love Letters Edition. Freu dich auf dekorative und pflegende Essentials zum Verlieben sowie ein zauberhaftes Design, das du für deine persönliche Liebesbriefsammlung upcyclen kannst. Apropos Liebesbriefe, in deiner Box findest du eine kleine Extra-Überraschung, einen pinken Stift. Damit bekommt dein Love Letter den besonderen Glossy-Look. Viel Spaß und viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty-Team. Witzig, ne? Also pinker Stift. Ich vermute, es ist der, den wir schon mehrfach in der Glossy Box drin hatten. Dieser pink schreibende Gelstift von Stabilo. Aber ne, wir gucken mal rein, weil manchmal hast du hier wirklich Produkte drin, die halt auch vorher schon mal in den Glossy Boxen drin waren. Wir haben hier ein echt schönes blaues Schleifchen, was wir einmal öffnen. Dann einen Klebi, der dieses geile Kussmund-Seidenpapier zuhält. Schön. Oh, hier will schon was rausfallen. So nicht. Ja. Nee, nicht von Stabilo, von Schneider ist der. Na, guck einer an, ne? Das war der erste Blick in die Box. Als allererstes nehme ich dann ja erstmal jetzt das raus, was angekündigt wurde. Ja, da haben die wahrscheinlich irgendwie eine Massenbestellung von gemacht. Frag mich nicht. Den Stift habe ich jetzt schon mehrfach da. Den werde ich demnächst auch mal irgendwie mit in eine Verlosung packen oder so. Der war auch in der, boah, ich will gerade Pin-Up Girl Edition sagen, aber in der Comic Edition auch mal drin vor. Ich weiß nicht. Ein, zwei Jahren. Es ist ganz niedlich. Ich finde es ganz cool. Ne? So pinker Stift ist auch für Schulkinder oder Schulmädchen. Schulkinder. Schulmädchen ganz witzig irgendwie. Aber ne, der schreibt auch ganz gut, der Stift. Also von daher kannst du nichts Schlechtes zu sagen. Aber er schreibt halt auch pink. Das heißt, ich persönlich könnte den auf der Arbeit jetzt nicht unbedingt verwenden. Nein. Gut, als nächstes habe ich hier von Luvos Naturkosmetik Heilerde eine Reinigungsmaske mit drin.
Die finde ich super. Die habe ich auch schon das ein oder andere Mal verwendet. Da muss ich wirklich sagen, die Qualität von Nuvos ist klasse. Es ist alles so natürlich, reinigt intensiv, nimmt Glanz und glättet nachweislich für schöne und gesunde Haut. Gut, das mit dem Glätten brauchen junge Frauen nicht unbedingt, ne? Aber ich brauche es doch mittlerweile schon ein kleines bisschen. Und ja, das ist einfach eine Heilerdemaske, die ich toll finde, die ich mag. Das ist eine einmalige Anwendung mit 7,5 Millilitern, ne? Finde ich klasse. So, dann haben wir hier ein Produkt drin von Baya. Gommage French Pompom. Ein Body Scrub. Ach, schön. Das sind 50 Gramm von einem Körperpeeling und das ist rosa, das gefällt mir. Das passt tatsächlich jetzt zu unserem Liebesmonat Februar. Ich finde es ganz witzig, dass irgendwie gefühlt niemand so eine Karneval-Edition rausbringt. Ja, und das ist einfach ein Body Scrub. Wir riechen dran. Riecht nach Pfirsich. Riecht ganz angenehm, ganz interessant. Das sieht halt nach so einem Zuckerpeeling aus. Ich denke auch, dass es ein Zuckerpeeling sein wird. Ich habe jetzt gerade noch eins unter der Dusche stehen. Nee, Rose Litchi ist das. Mhm. Litchi, okay. Ja, wenn man es weiß, ne? Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, es riecht nach Pfirsich. Aber gut. Hier haben wir jetzt das Produkt, was auch in der Sneak Peek drin war. Und es ist heile geblieben. Ich bin ein bisschen stolz auf Glossybox, dass sie das so gut verpackt haben. Und zwar von Essence, The Rose Edition Eyeshadow Palette. Das finde ich toll, denn ich habe tatsächlich bei der Sortimentsumstellung vor dieser Palette gestanden und mich gefragt, ob ich sie haben möchte, ob ich sie mitnehmen möchte. Und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, ah, längliche Fännchen, jetzt habe ich sie da. Finde ich auch ganz cool. Und ich habe von zum Beispiel Alina, Frühlingsrolina, gesehen und gehört, dass die Pigmentierung von dieser Palette richtig geil sein soll. Das heißt, die werde ich auch demnächst mal verwenden. Und ja, da kann ich halt auch solche Looks mitschminken, wie den ich gerade drauf habe, was ich schön finde. Und die darf dann auf jeden Fall noch eingehend getestet werden. Finde ich klasse. Doch, das gefällt mir. Ich finde diese Fännchenform etwas schwierig, weil die halt sehr, sehr nah beieinander stehen. Da musst du schon mit dem Pinsel sehr präzise reingehen und kannst halt nicht wie in diesen großen, runden Fännchen einfach ziemlich grob motorisch drin rumrühren, wie ich das hier gerne mache, sondern du musst sehr fein und präzise arbeiten. Ne? Aber werde ich verwenden. Das finde ich cool. Gut, dann haben wir hier eine Mascara drin. Wolke 7, 12 Stunden Langzeithalt. Ja. Das ist dieses Alverde im Duett mit Vanessa Mai. Da habe ich ja letztens leider erst den Bronzer aussortiert. Und hier ist jetzt aus dieser Edition auch die Mascara mit dabei. Naturkosmetik. Ich weiß nicht, ich brauche Wawa Womb Lashes. Ich brauche dieses, dass es doch etwas künstlich aussieht. Ich mag es einfach, ne? Weil ich klebe mir keine künstlichen Wimpern drauf. Ich schminke mir die so und mag das dann auch ganz gerne. Wobei dieses Bürstchen vom Bürstchen her sehr vielversprechend aussieht. Es ist sehr pompös. Es ist ein Kunsthaarbürstchen. Und das schreit eigentlich nach Volumen, ne? Boah, der Duft ist aber stark parfümiert, ey. Das mag ich jetzt nicht so ultra gerne. Was man hier halt sieht, ist, dass da nicht allzu viel Produkt an diesem Bürstchen dran ist, sodass das vielleicht eine ganz trockene Angelegenheit ist, was man, ja, was dann wahrscheinlich eher zu einem natürlichen Ergebnis führt. Nicht ganz so meins. Aber gut, hier sind ganze 10 Milliliter drin, das ist ganz schön viel. Damit wir alle mit dem perfekten Wimpernaufschlag umhauen. Mega Ausdruck, tolles Volumen und 12 Stunden Langzeithalt. Viel Freude damit, deine Vanessa. Ja, es ist vegan, es ist Naturkosmetik. Muss ich mal austesten, ne? Also das flasht mich jetzt nicht und haut mich jetzt nicht hier vom Stuhl. Eine Handcreme ist hier klassischerweise auch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, was das mit einer Love Edition zu tun haben soll. Love Letters, gut, vielleicht wenn du ganz viele Briefe schreibst, hast du dann irgendwann so wunde Hände, dass du auf jeden Fall eine Handcreme bräuchtest. Keine Ahnung. Mercy Handy New Wave Love and Hand Cream? Love and Hand Cream? Okay. Das ist dieses Typchen mit 30 Millilitern. Ist eine perfekte Größe für die Handtasche oder für am Bett bei mir tatsächlich. Oh, die riecht aber schön süß hier durch, obwohl die halt noch verschlossen ist, ne? Also der Duft gefällt auf jeden Fall, das muss ich sagen. Ja, also du könntest dann quasi deinen Körper mit diesem Body Scrub vorbereiten, könntest dir die Augen schön schminken, dann machst du dir die Hände schön, hast vorher eine schöne Gesichtsmaske drauf gemacht. Okay, also man hat es quasi als Preparation for the Date. Quasi. Ein Produkt haben wir hier noch. Und zwar von Bilou, ein pflegender Cremeschaum. Plummy Kisses. Ei, ei. Okay.
Das ist dann vielleicht mit Pflaume. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Duft ist. Also ich habe diese Edition jetzt auch noch nicht so gesehen. Das soll sehr feuchtigkeitsspendend sein und vegan. Ich persönlich habe die Erfahrung mit den Bilou-Schäumen gemacht, dass sie bei mir leider nicht ganz so feuchtigkeitsspendend sind. Aber es ist halt eine schöne Geschichte, zum Beispiel im Sommer oder so, ne? Das zieht halt schnell ein, das klebt nicht wirklich so und du kannst sie schnell danach anziehen oder eben nichts anziehen. Doch wohl was anziehen, aber halt nicht viel anziehen, weil im Sommer ziehst du nicht so viel an wie jetzt im Winter. Also ich rede mich im Kopf und Kragen. Aber gut, ne? Das auf jeden Fall. Es ist ganz niedlich und es passt zum Thema Plummy Kisses. Und wir riechen mal kurz dran. Es riecht eher nach Kirsche als nach Pflaume, aber gut. Auch wenn hier Pflaumen abgebildet sind, aber für mich riecht das eher nach Kirsche. Ja, riecht meiner Meinung nach richtig geil. Mit Zuckerpflaumen. Okay, ja. Wird getestet, weil ich den Duft geil finde. Gut, wir haben jetzt hier tatsächlich einen etwas höheren Warenwert als eben angenommen. Wenn ich das so grob überschlage, liegen wir garantiert so bei 25, 30 Euro. Wow. Das heißt, diese Edition ist auf jeden Fall mal wieder so eine Kabam-Edition. Schau sie dir auf jeden Fall an. Guck dafür unten in die Infobox. Ich habe dir den Link da unten reingesetzt. Und ja, das war mein Video. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk auf jeden Fall an die Verlosung, denn all diese coolen Produkte befinden sich auch in der Box, die du ja gewinnen kannst. Und alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Das kannst du entweder jetzt schon sein oder hier unten einmal kostenlos nachholen. Würde ich mich wirklich mega drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!